Moshpit Passion, you know, for the passion of music. Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kai und wir reden heute hier im Video über das neue Album, besser gesagt die neue Videosingle Zeit aus dem Album Zeit, welches Ende April erscheint. Sorry für dieses, sag ich mal, minimalistische Setup. Ich habe mir relativ spontan überlegt, hey, ich mache einfach ein Video über eine meiner Lieblingsbands. Ja, tatsächlich, ich bin großer Rammstein-Fan. Ist auch leider das erste Mal, dass wir die Band hier auf YouTube besprechen. Warum, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kann euch aber sagen, wir hatten die Band auf unserer gedruckten Moshpit Passion Zeitung. Und zwar, das ist die Ausgabe Nummer 1. Die ist genau vor 3 Jahren erschienen. Rammstein waren, ja, die erste Band, die wir auf dem Titel hatten. Ach, grandiose Band. Wer sie kennt, kennt sie. Wer sie hasst, hasst sie. Ich weiß nicht wieso, das ist so bei deutschen Bands irgendwie eine Tugend. Es gibt irgendwie nichts dazwischen. Aber darum soll es heute nicht gehen, wie wir die Band irgendwie finden oder wie ihr die findet, sondern wir reden hier über die Videosingle-Zeit. Ich werde hier jetzt nicht auf das Video komplett eingehen. Damit meine ich, ich werde das nicht klassisch zeigen und werde dazu irgendwas sagen, aus dem einfachen Grund. Wer die Band halt so ein bisschen kennt oder verfolgt, der hat in der Vergangenheit festgestellt, die ganzen Sachen werden dann nicht gestrikt, aber wegen Urheberrechtsverletzung deaktiviert. Das respektieren wir natürlich, wollen keine Musik verwenden oder auch nicht das Video. Nichtsdestotrotz werde ich hier einzelne Frames ganz klein einblenden und auch geblurrt. Bedeutet im Endeffekt, ihr müsst euch das Video ansehen, um zu wissen, worüber ich rede. Ich verlinke euch das hier oben. Ich gebe hierzu, wie gesagt, meine Meinung ab, weil ich persönlich finde, Rammstein, gerade im Visuellen ist es so, dass eine Ebene darüber muss man sprechen. Und ich weiß, es ist natürlich auch blöd, wenn ich euch das nur hier, ja, sag ich mal, ausgegraut zeigen kann. Aber es ist mal so, der Wunsch der Band oder des Managements oder wie auch immer, dass man das halt nicht zeigt. Das gilt es natürlich hier zu respektieren, was wir auch tun werden. Nichtsdestotrotz sieht man, wie gesagt, man kann ungefähr ahnen, um welche Szene es handelt, weil ich das natürlich auch dementsprechend kommentieren werde und möchte auch direkt starten. Zeit. Ja, was erwartet euch? Ganz einfach, das Video geht ungefähr 6 Minuten. Die Geschichte, die dort drin erzählt wird, wird quasi rückwärts erzählt. Also wenn man den, ja, wie soll ich das sagen, also den richtigen Ablauf erfahren möchte, muss man das Video sich im Prinzip runterladen, einmal kommentieren und dass man quasi das Ende am Anfang hinkommt und nicht umgekehrt genauso, wie es jetzt läuft. Aber ich finde, man soll es genau so gucken, wie es gemeint ist, nämlich jemand hat sich ja dabei was gedacht. Ich finde es auch sehr, sehr ästhetisch, so wie es gehalten ist. Und im Prinzip, wenn man sich ja über das Wort Zeit nachdenkt und auch bei der Band in dem Kontext, ist es so, irgendwann segnet uns alle das, ja, das Zeitliche. Und genauso auch bei der Band irgendwann, es wurde ja schon viel darüber diskutiert, wann die Band aufhört und wer irgendwie aussteigt in den letzten Jahren. Und es sieht auch so ein bisschen nach Abschied tatsächlich aus. Ob es so tatsächlich sein wird, weiß natürlich niemand. Aber ich meine, man mag es auch ehrlich gesagt der Band nicht verübeln. Ich meine, Till Lindemann ist fast 60 oder um die 60 Jahre alt. Ne? Wie lange soll die Band das machen, was sie jetzt schon gemacht hat? Um größer als ein Stadion live zu spielen, geht nun mal nicht. Vielleicht, ja, weiß ich nicht, Hyde Park, London oder, weiß nicht, ich komme aus Berlin. Was haben die da? Den Flugzeugplatz da hier, den im Bär Berlin da irgendwo auf dem Flughafen rumzimmern. Vielleicht das noch so, aber das wäre ja. Ja, komm, wir kommen hier zu weit wieder ab vom Thema. Ich möchte auf das Video sprechen. So, wie es halt anfängt zum Thema das zeitliche Segnen. Und zwar, die Band stirbt am Anfang, ja, die ertrinkt beim Sturm. Und ja, was ich hier sehr, sehr ästhetisch finde, halt diese Metapher, ne, auf hoher See, raue See, Haifischbecken, ne, sind so Begriffe und auch Metaphern, die schon in der Musik tausendmal irgendwie verwendet wurden, um, sage ich mal, irgendwie so die Gefahren des Lebens zu repräsentieren oder auch das eigene Gemüt. Ich muss aber hier sagen, hier ist es nicht kitschig oder ausgeluscht, weil es sehr, sehr ästhetisch rübergebracht wird, ne. Daher fällt das jetzt nicht so ins Gewicht. Und obwohl es halt ein Thema ist, ich glaube, jede Band hatte das schon mal irgendwie oder auch irgendwas mit dem Thema Wetter, das Überthema, irgendwie in der Musik verwendet. Aber hier ist es halt nicht kitschig, obwohl es, wie gesagt, ein sehr, sehr altes Thema ist, finde ich grandios. Die nächste Szene, die uns dann erwartet, sind halt Männer, die mit Pistolen auch von, also gegenseitig sich abknallen. Und es nimmt dann nochmal so eine Perspektive, dass da nicht Männer gegenüberstehen mit einer Pistole, sondern Kinder mit einem Spielzeug, mit einem Stamm. Und man schaut sich so an, guckt so, was ist das denn hier, wie so ein Stamm.
was ich hier halt sehr, sehr schön finde, oder das interpretiere ich da rein, ne, auch Spaß wird ernst sozusagen. Ne? Als Kind hat man halt ja, mit Stöckern gespielt und irgendwann ist man erwachsen. Aus Stöckern werden dann jetzt, sag ich mal, Pistolen, wie in dem Fall hier in dem Video gezeigt. Ja, man denkt ja auch natürlich darüber nach, ja, wie war das denn damals in der Jugend, als die Zeit noch recht jung war sozusagen. Da war es halt nur noch Spaß und irgendwann wurde es ernst. Das Video geht dann weiter, dass die Kinder sich gegen, wie gesagt, ne, gegenüberstehen und dann eine Kindergruppe tritt dann gegenüber von Babys. Und dann gucken die so, was ist das denn? Dann nimmt die Perspektive wieder Fahrt auf und man sieht so eine Art Zwischenwelt, sage ich mal, wo so Fabelwesen die Babys tragen zu den Müttern. Man sieht quasi so, wie sagt man, so einen Sandhaufen, ringsherum liegen Frauen, die Kinder gebären und die Mitglieder, die die Kinder dann halt rausziehen. Und was ich halt hier sehr, sehr interessant finde, das ist auch wieder so total spekulativ, ne? Also quasi dieses Thema bei Rammstein Geburt und Wiedergeburt, ne? Man sieht Mütter in der ersten Videosingle hier zur letzten Platte, ne? Da waren es irgendwie Hunde, die da geboren haben, gebärt haben, besser gesagt. Und hier sind es halt Babys und auch sich selber wohlgemerkt, ne? Die Mitglieder, die ziehen quasi selber aus dem Mutterleib raus. Und ja, interpretiere ich so als ja, Wiedergeburt. Ne? Das kann auch so breit gefächert sein, genauso, also dass man das individuell sieht. Jeder interpretiert das ja anders, eine Wiedergeburt, wie quasi die einzelnen Mitglieder ihre Zukunft sehen. Ne? Was bedeutet Rammstein? Gibt es noch ein Leben nach Rammstein? Einige Bandmitglieder haben Projekte, Nebenprojekte. Der eine, weiß ich nicht, der ist Buchautor, zwei haben, macht noch irgendwas Musikalisches, dann was weiß ich nicht alles. Ne? Gibt es da ein Leben danach? Wie erfindet man sich selber neu? Wie erfindet man die Band neu? Weil jedes Album ist ja auch eine Art Neuerfindung. Man will sich ja nicht wiederholen. Und einige hatten auch hier bei der Platte, ehrlich gesagt, ihre Probleme, wo ich sage, ja, kann ich verstehen. Aber es ist auch langweilig, wenn die Band immer das Album Mutter aufnimmt oder Reise, Reise. Ne? Das muss man denen auch irgendwie zugestehen. Und ja, das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr breites Thema. Wiedergeburt, Geburt, was auch, ja, wie ich es gerade schon sagte, ne, immer wieder mal auftaucht. Mutter, das Album. Ne, ist nur so ein Beispiel dafür und ja, gibt einen wirklich zu denken, wo wir dann in so einer ja, wie soll ich sagen, Frequenz sind. Und zwar, man sieht die Bandmitglieder, man sieht halt irgendwie so Sandstürme auf die einprasseln. Das finde ich sehr, sehr ästhetisch. Und ja, die Szene mit dem Oliver, das ist auch das Cover-Artwork zur Single-Zeit finde ich auch ja, sehr, sehr ästhetisch und es hat so viel Power, so viel Kraft. Und es hat eigentlich, was man da sieht, dieses Visuelle, eigentlich was von Emigrate. Ne? Also Richard Kruspe, sein Nebenprojekt, das zweite Album, Silent So Long, das erinnert mich irgendwie daran, so diese Welt. Ne? Also sehr, sehr interessant und halt auch dieses Element haben wir auch wieder drin: Sand, ne? Sand of Time. Jeder kennt halt diese Sanduhr, die sich dreht. Also dieses Element wieder verarbeitet, ganz, ganz große Kunst, muss man da sagen. Und ja, das war quasi dieser erste Teil. Der zweite Teil handelt darüber, dass Bassist Olli, da hält eine schöne junge Frau ja, im Arm, glaube ich. Und dann sieht er, sehen beide das Fabelwesen und die Frau geht dann auf dieses Fabelwesen zu und ja, das Fabelwesen nimmt dann so sein Cape, umhüllt dann das Mädchen oder die Frau und sie ist dann verschwunden. Und man sieht dann in der anderen Szene, wie Oliver dann das Mädchen auf Händen trägt, natürlich leblos und geht dann an die Bandmitglieder vorbei, die dann da Spalier ja, stehen. Und das war es dann auch schon mehr oder weniger, bis dann die Schlussfrequenz kommt und zwar eine Art Mausoleum. Man sieht halt die Gesichter der Bandmitglieder in Rahmen, die dann ursprünglich, also wenn man es rückwärts abspielen würde, zerfallen. Hier, ja, zerfallen die nicht, also genau das Gegenteil. Gibt auch zu denken, weil dieses Mausoleum mit den Gesichtern, das gab es ja schon mal bei der Greatest Hits, ne? Und ja, die Schlüsselszene, was heißt die Schlüsselszene? Die Endszene ist die, wo man die Bandmitglieder, also die Namen aufgereiht sieht und dann drei Gesichter, diese Totenmasken und ja, ne, dieses Zeit vergeht, zeitliche Segnen, das schwingt da in dem Video mit. Und ja, wenn man halt, ja, das auslegen möchte, könnte man schon sagen, so, ja, es sieht schon ziemlich nach Abschied aus bei der Band, dass es das letzte Album ist. Man weiß es natürlich nicht. Ne? Man soll niemals nie sagen, wenn man das außen vor lässt.
muss ich sagen, es ist echt ganz, ganz große visuelle Kunst dargestellt in 6 Minuten. Ne? Man hat den Sand, man hat Wiedergeburt, man hat verschiedene Rammstein-Themen, ne? Wie ich gerade sagte, das mit der Mutter, mit Wiedergeburt, aber auch dann diese Totenmasken, ne? Wie auch bei der Greatest Hits. Also da sind es wieder ja, sehr, sehr viele Sachen aus der Vergangenheit. Und ich bin mal gespannt, was ihr auch dazu sagt, zu dem Video oder auch zu dem Album, was halt Ende April rauskommt. Wenn ihr mich persönlich fragt, Kaio, wie findest du den Song? Muss ich sagen, puh, ich bin überhaupt kein Fan von dieser schweren Musik, dieses langsame. Es hat ein bisschen was von Ohne dich. Das ist auch ein sehr, sehr düsterer und schwerer Song. Das mag ich persönlich nicht so an Rammstein. Bei mir muss das so knallhart sein. So was wie rein, raus, Zwitter, feuerfrei. So, das muss voll auf die 12 gehen, Morgenstern. Und was weiß ich nicht, was die da für geile Songs haben. Ich muss aber trotzdem sagen, in der Rammstein-Welt, wo dieser Song stattfindet, ist es ein starker Song, genauso wie Ohne dich. Ich mag den persönlich nicht, aber es ist für mich trotzdem ein starker Song. Also ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Es gibt da zum Beispiel Lieder, wo ich sage, die ich wirklich nicht gut finde. Das ist zum Beispiel Pussy oder das Lied Deutschland. Da denke ich mir so, boah, da sind so die einzigen Rammstein-Lieder, wo ich sage so, nee, bitte nicht, spielt das nicht live, das holt mich persönlich nicht ab. Und gerade Pussy, ich glaube, das ist für mich der schlimmste Rammstein-Song, den die je gemacht haben. Das ist etwas, wo ich sage, boah, bitte nicht. Ne? Aber hier, das Lied Zeit, sage ich ja, es ist so, wie es ist, im Vergleich auch mit Ohne dich, weil es so eine ähnliche Richtung geht, alles schön und gut. Für mich ist es nichts, ich bin halt jemand, der mal lieber hart, hau drauf, geile, fette Riffs, fette Produktion. Da ist sowas wie Mutter eher mein Ding, aber natürlich sollen wir erstmal abwarten, wie das komplette Album dann, ja, dann wird, welches dann Ende September kommt. Ich habe mir das Ding tatsächlich vorbestellt auf farbigem Vinyl. Es gibt da das große A, die das unter anderem anbietet und ein, wie soll ich das sagen, ein Merchandise-Dienstleister mit 3 Buchstaben, fängt mit E an und hört mit P auf. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, die haben exklusive LPs, genauso wie der Rammstein-Shop. Schaut da einfach mal dabei. Ich kann nur sagen, supportet gute Musik, supportet gute Bands. Ich habe es hier getan. Freue mich auf das neue Album. Ich bin auf eure Meinung gespannt in den Kommentaren. Und ich würde sagen, das war's auch. Wir sehen uns garantiert sehr, sehr bald wieder. Gehabt euch wohl. Bis dahin und ciao, ciao. Passion, you know, for the passion of music.